Ivan. Hi. Hey Frank. Was machst du auf meiner Couch? Du hast mich eingeladen. Richtig, ich habe dich eingeladen. Und zwar habe ich dich eingeladen zum Collateral Eyes Fototalk. Genau, Collateral Eyes. Ja, wer sind wir, was machen wir? Warum sitzen wir hier? Das frage ich mich auch. Wir sind Fotografen. Wir kommen aus Frankfurt. Collateral Eyes, das ist unser Street-Fotografen-Kollektiv. Gott, auf Deutsch klingt das total doof. Wieso? Finde ich voll cool. Ja, alles klar. Street-Photography, nein, Straßenfotografie-Kollektiv. Wir sind Fotografen, wir haben uns zusammengetan und wollen uns mit dem beschäftigen, was uns richtig Spaß macht. Und das ist die Street-Fotografie. Und du bist der Ivan. Und ich bin der Ivan. Und ich bin der Frank. Und wir sind beide aus Frankfurt. Genau. Deswegen auch Frankfurt-Ivan. Genau. Ich habe das gleiche T-Shirt, nicht dasselbe. Okay. Ja, so viel zur Vorstellung. Ich glaube, die meisten, die das jetzt gucken, die kennen uns auch schon und haben gezielt eingeschaltet oder zugeschaltet. Und was wir ins Leben rufen wollen, ist eine Bildbesprechung. Genau. Warum wollen wir eine Bildbesprechung machen, Ivan? Wir haben eine Facebook-Gruppe. In der Facebook-Gruppe, da geht es um Street-Fotografie. Logischerweise, wir treffen uns dort, wir zeigen Bilder. Manchmal kommentieren wir auch Bilder, manchmal liken wir sie einfach nur. Und in letzter Zeit oder so in der Entwicklung der Gruppe hat sich halt eine Tendenz manchmal eingeschlichen, dass halt mal Fotos reingepostet werden, die jetzt nicht wirklich Street-Fotografie sind. Da kommen wir zu der Frage, was ist überhaupt Street-Fotografie? Und der Bereich ist relativ groß und sehr breit gefächert, aber es gibt halt schon ein paar Eckpunkte, wo sich Street-Fotografie ganz klar unterscheidet von Porträtfotografie, von ähnlichen Genres. Und da wollten wir ein Hilfsmittel anbieten. Ein Hilfsmittel, um den Leuten einfach ein bisschen zu helfen und zu sagen, okay, das, also nicht ganz einfach, das ist Street-Fotografie, das ist nicht Street-Fotografie, sondern wir wollten einfach Bilder besprechen. Ja. Wie haben wir das gemacht? Wir haben den Leuten angeboten, dass sie uns Bilder schicken, dass wir uns die Bilder angucken und dass wir sie jetzt live, quasi halb live besprechen. Besprechen, genau. Ja, also der Grundgedanke war, dass es in der Facebook-Gruppe bei uns immer wieder zu Diskussionen kam und wir haben gesagt, wir setzen uns einfach mal zusammen hin und rotieren sozusagen aus unserem Team mit mittlerweile 7 Fotografen und rotieren sozusagen immer in 2er-Teams und besprechen in einer Session eure Bilder. Das heißt, ihr könnt uns die Bilder einschicken an talk@collateraleyes.com und wir sammeln die dann und versuchen sozusagen in nächster Zeit immer mal wieder eine Episode zu drehen und besprechen eure Bilder. Genau. Warum glaubst du, dass wir in der Lage sind, Bilder zu besprechen? Einmal, weil wir total hübsch sind. Vor allem, was die Frisur angeht. Ja, richtig. Ich denke, wir haben als Fotografen bei uns im Kollektiv schon eine gewisse Richtung. Wir haben eine ähnliche Ansicht, was Ethik angeht. Wir haben eine ähnliche Ansicht, was Ästhetik angeht. Ja. Wir sind reich an Erfahrungen. Und ich denke, dass wir da schon ein bisschen was zusammenkriegen können, das hilfreich ist. Aber so, du hast ja dieses Thema angesprochen, was ist eigentlich Street-Fotografie? Da können wir ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir selbst bei uns innerhalb des Kollektivs sind wir uns auch nicht immer einig, ob ein Bild jetzt Street-Fotografie ist oder nicht. Und je älter ich werde, in Anführungszeichen, desto mehr komme ich auch zum Ergebnis, dass jeder für sich selbst definieren muss, was Street-Fotografie ist am Ende des Tages. Mhm. Weil die Übergänge oft sehr schwammig sind und es geht am Ende des Tages immer wieder um die Frage, müssen tatsächlich Menschen im Bild vorkommen oder nicht? Wie stehst du dazu? Das ist keine einfache Frage. Ich glaube in letzter Konsequenz nicht unbedingt. Es muss eine menschliche Komponente im Bild zu erkennen sein. Allerdings ist das auch keine Allzweckwaffe. Also ich kann jetzt nicht alles fotografieren und sagen, okay, das Haus wurde von einem Menschen erbaut irgendwie, sondern es muss halt schon eine gewisse Richtung sein, eine gewisse Story erzählen. Du musst eine besondere Story erzählen. Du musst eine besondere Story erzählen, ja. Richtig, genau. Und irgendwie kann man das oft nicht auch richtig in Worte fassen, so richtig. Du siehst oft ein Bild, ich kann mich an ein Bild erinnern, war das so eine Szene mit so einem Haus und da stand einfach nur so ein abgeranzter alter Stuhl vor dem Haus. Und das Bild hat aber so viele Geschichten erzählt, dass mein erster Eindruck war, das ist auf jeden Fall auch Street-Fotografie, weil einfach dieser menschliche Aspekt mit drin ist. Es hat einfach eine Geschichte erzählt und das muss sozusagen im Vordergrund stehen. Ja, genau. Ist das für mich auch Street-Fotografie. Und
Da bei uns selbst intern im Kollektiv die Meinungen so weit auseinandergehen, haben wir irgendwann aufgehört, wirklich auch zu diskutieren und gesagt, okay, jeder muss für sich sozusagen selbst definieren, was das eigentlich ist. Genau. Auf jeden Fall wollen wir in dieser Bildbesprechung uns nur auf das Genre Streetfotografie konzentrieren. Richtig, Richtig? genau. Ja, und wir haben uns sogar ein bisschen was oder ein bisschen mit dem Thema Bildbesprechung an sich auseinandergesetzt und haben ein, lass mich kurz zählen, Fünf-Ebenen-Modell erarbeitet. Mega. Das hat der Frank alles gemacht. Gestern Nacht um 3 Uhr nachts. Ja, nee, ich glaube, es war 3:30 schon. Okay. Ich war irgendwie noch in Sachsenhausen. Echt geil. Ja, na, auf jeden Fall haben wir ein Dokument erarbeitet und das werden wir euch auch verlinken und könnt ihr dann downloaden und euch sozusagen mit anschauen. Das Ganze sieht ja so aus. Man hat quasi ein ja, pyramidenartiges Modell mit fünf verschiedenen Ebenen, die wir getrennt voneinander oder isoliert voneinander im Bild sozusagen betrachten. Und wir haben uns dann zu jeder Ebene sozusagen Fragen überlegt, Genau. die wir uns automatisch stellen, wenn wir ein Bild sehen. Und ich würde sagen, wir gehen die Ebenen einfach mal ganz kurz durch, damit wir irgendwie so einen Überblick haben und lesen einfach mal ein paar Fragen vor, was da, worum es da so geht, ganz grob. Willst du anfangen Ja, vielleicht? genau. So das Wichtigste überhaupt, nein, das war jetzt ein bisschen. Das Wichtigste überhaupt, damit fangen wir an, die Technik. So, ist das Bild korrekt belichtet? So eine grundsätzliche Frage. Liegt der Fokus am richtigen Ort? Wurden die optimalen Einstellungen verwendet und wurde die ideale Brennweite verwendet? Zum Beispiel. Dann die Ebene Inhalt, eins darüber ist dann, ist das Hauptmotiv klar erkennbar? Das ist für mich eine der ersten essentiellen Fragen, die ich mir stelle, wenn ich ein Bild sehe. Naja. Was ist für mich das Hauptmotiv im Bild? Und das ist eine der essentiellen Fragen. Gestaltung. So, die Frage nach der Gestaltung, man kann sich zum Beispiel stellen, die Frage stellen, ist das Foto ideal und harmonisch komponiert? Also passt es, ist es schlüssig an sich? Oder ob es irgendein störendes Element im Hintergrund gibt, als Beispiel. Genau, das nächste wäre dann Kreativität. Genau, Kreativität. Gab es ein besonders, war der Fotograf besonders kreativ im Bild? Hatte er irgendwie eine besondere Bildidee, die herausstichst und die ich noch nie vorher gesehen habe? Ist dann sozusagen, da sind wir dann schon im Bereich der i-Tüpfelchen, würde ich sagen. Das ist Ja, dann schon genau. die Kür, ne? Richtig, Ja. absolut. Nun ja, und das Ziel jedes Fotografen, der Traum jedes Fotografen ist, wenn das Bild Emotionen transportieren kann, spricht mich das Foto persönlich an, ist so ein guter Anfang, fesselt es mich, diese berühmten länger als 3 Sekunden, oder würde ich mir das Bild auch ins Wohnzimmer hängen? Ist zum Beispiel auch eine sehr gute Frage, ob ein Bild gut oder schlecht ist, was auch immer das bedeutet dann am Ende des Tages. So, das sind so ganz grob unsere Grundlagen. Wir werden natürlich jetzt nicht hergehen und jedes Bild der Reihe nach abklappern und diese Ebenen durchgehen und uns die Fragen stellen, sondern wir werden natürlich nur das erwähnen, was uns irgendwie auffällt. Und da Genau. uns auch so ein bisschen unsere Erfahrung irgendwie mit reinbringen, was Streetfotografie angeht. Und dann, genau, wenn wir versuchen, uns bei jedem Bild so das rauszupicken, was die Besonderheiten sind. Und jeweils auf die Bilder dann eingehen, so gut wir können. Genau, die einzelnen Ebenen können zwar isoliert voneinander auch betrachtet werden, aber das spielt alles in einem Bild logischerweise eine Rolle. Also wie harmonieren sie miteinander, die Ebenen? Okay. Dann haben wir uns noch überlegt, wer sich intensiver mit dem Thema Bildgestaltung auseinandersetzen will, für den haben wir noch einen Buchtipp mitgebracht. Und zwar jenes Exemplar. Das ist von dem Michael Freeman. Und heißt Der fotografische Blick. Und in diesem Buch wird wirklich ganz fein im Detail erklärt, wie Bildaufbau funktioniert, welche Bildkomposition wie gut ist, warum Dreiecke so gut funktionieren. Das heißt, wenn ihr das euch anschauen wollt, besorgt euch dieses Buch. Das ist eine deutsche Übersetzung, soweit ich weiß. Das Original heißt, glaube ich, The Photographer's Eye. Müsste ich im Detail nochmal nachgucken. Auf jeden Fall Buchempfehlung. Wer Ja. sich genauer damit beschäftigen will. So, und ansonsten hätte ich gesagt, wir fangen jetzt mal an. Genau, fangen wir an. Alles klar. Okay, dann legen wir los. Das erste Bild für heute ist von dem Florian Mehnert. Also, wir sehen erstmal so das Offensichtliche. Wir sehen zwei Herren älteren Alters, würde ich mal sagen. Und zwar lehnen die an einem Auto, vermutlich einem Taxi. Zumindest ist es mein erster persönlicher Eindruck. Und im Hintergrund sehen wir
Hochhäuser, die mir persönlich bekannt vorkommen aus Frankfurt. Also gehe ich davon aus, dass das Bild in Frankfurt aufgenommen wurde. Wir sehen im Hintergrund, dass einer der Hochhäuser, dass da gerade irgendwie gearbeitet wird. Man kann so einen leichten Rest noch von so einem Kran im Hintergrund erkennen, der irgendwie so ein Bauteil gerade hochhebt. Also interessante Dynamik auch dort, also Bauarbeiten zu erkennen. Ansonsten, mir fällt auf, dass die Bildgestaltung gefällt mir, weil die Hauptmotive, die zwei Herren an dieser Stelle, eben nicht in der Mitte sind, sondern der eine ist so auf dem linken Drittel und der Kopf des anderen ist so auf dem unteren Drittel. Und was halt besonders raussticht hier bei dem Bild persönlich, oder gezielt ist jetzt, dass die Perspektive nicht die übliche auf Augenhöhe ist, sondern dass wir hier wirklich auf Gürtelhöhe sozusagen oder eher noch tiefer sind. Und das ist für uns sozusagen ungewohnt und deswegen spricht es mich persönlich im ersten Moment an. Ja, genau. Mein erster Gedanke war ziemlich geil fokussiert. Also, weil so aus der Hüfte heraus könnte man jetzt überlegen, hat er sich in die Knie gehockt und hat dann durchgeschaut und dann manuell fokussiert. Ich nehme an, nicht. Sonst hätten sie direkt in die Kamera reingeschaut, bei dem Abstand. Also nehme ich an, dass er vorfokussiert hat, Zoomfokus benutzt hat, Blende 5, 6, 8 verwendet hat und dann trotzdem ziemlich gut getroffen hat, die Distanz sehr gut eingeschätzt hat. Ja. Ja, ich gehe auch davon aus, dass es ein Zonenfokus war mit hohem Blendenwert. Wie du schon gesagt hast, 5,6, 8, 11 wahrscheinlich sogar. Ja, genau. Ivan, in dem Fall ist es jetzt ein analoges Bild. Wissen wir jetzt aus den Daten, die der Florian uns zugeschickt hat vorher, ist das für dich ein Bonus? Also ich mag, das ist ein Ilford-Film, HP5, der wurde bei der Entwicklung um eine Blende gepusht. Das heißt, der Ilford HP5 Plus ist ein ISO 400-Film und er wurde auf ISO 800 belichtet, dementsprechend in der Entwicklung dann länger entwickelt, damit ja, die Entwicklerchemie dann eben der höheren ISO-Zahl oder der längeren Belichtung dann eben gerecht wird. Okay. Dadurch sind auch die Kontraste angestiegen. Und das mag ich an dem Bild ziemlich, dass die Kontraste ziemlich geil sind. Also man hat aber trotzdem nicht fehlende Zeichnung. Grautöne und Zeichnungen, genau. Ja, ich sehe auch, dass auf jeden Fall genug Zeichnung überall da ist, auch in dem Gebäude, in dem hinteren Gebäude, in dem gebaut wird, ist oben, hat man so ein bisschen den Eindruck, es läuft ein bisschen ab, aber es ist trotzdem noch genug Zeichnung da, dass man erkennen kann, dass da irgendwas Interessantes irgendwie ist. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wie siehst du es, Ivan, in puncto Geschichte? Also ich finde, das Bild hat Inhalt. Das heißt, man kann sich jetzt eine Geschichte überlegen, was könnten die Herren da machen? Die könnten sich vielleicht da irgendeine Passantin vielleicht auch angucken und Eine vielleicht schöne schmunzeln. Form, ja. Genau. Also das hat Potenzial. Man kann echt in irgendwelche Gedanken und Fantasien dann eben reinkommen. Ich mag auch, dass die zwei so entspannt sind. Die gucken ziemlich relaxed. Man hat so ein bisschen den Eindruck, es sind irgendwie zwei Taxifahrer, die gerade in der Pause sind und sich gerade irgendwie eine nette Story von letzter Nacht oder so erzählt haben oder Ja. die gerade einer schönen Frau hinterher gucken oder so. Ja. Ist schon was Cooles. Und was mich persönlich bei dem Bild anspricht, meine erste andere Assoziation mit dem Bild ist dieses bekannte Bild aus den, ach, wann wurde das Empire State Building gebaut? In den 20ern, 30ern? 20er, 30er, ja. 20er? Da gibt es Ja. doch dieses Bild mit den Stahlträgern, wo die Bauarbeiter ganz Ja, hoch genau, oben das war drauf das. sitzen. Da wurde Frühstück oder Mittagessen. Weißt du, von wem das ist? Ich weiß es leider nicht. Nee. Okay, aber auf jeden Fall muss ich bei dem Bild an dieses Bild vom Empire State Building denken. Oh, das ist nicht das Empire State Building, sondern Rockefeller, glaube ich, ne? Rockefeller oder Empire State Building? Nagel mich nicht fest, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich auf jeden Fall an dieses Bild denken. Und ich kann auf jeden Fall sofort Hauptmotiv erkennen, die Geschichte ist sofort klar. Ich bleibe auf jeden Fall in dem Bild länger hängen und es gibt immer was Neues zu entdecken. Also finde ich echt gut. Ja, Aber um logisch. nochmal auf das Thema analog zurückzukommen, was ich vorhin meinte, ist das Bild, bekommt das Bild von dir ich sag mal, in der Bewertung, was wir ja nicht wirklich machen, aber bekommt das Bild von dir einen Bonus, weil es analog ist? Das ist eine gute Frage. Also ich persönlich neige ja dazu, analoge Bilder mehr zu lieben, Deswegen frage ich, ja. weil ich das Korn, das man erkennt, ziemlich geil finde, den Ja. Kontrast. Ich mag dieses aalglatte, digitale, geschärfte halt jetzt eher nicht so. Das ist meine persönliche
Einstellung, Vorliebe auch, und wahrscheinlich neige ich zwangsläufig dazu, analoge Bilder zu bevorzugen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ein analoges Korn vielleicht von digitalen hinzugefügten Korn im Detail unterscheiden kann. Ich kann nicht zaubern, aber so vom ersten Eindruck her gefällt mir das ziemlich gut und Okay, ich frage mal anders. Angenommen, du wüsstest nicht, dass es analog ist. ich würde es vermuten. Ja. Also ich würde es definitiv vermuten. Die Kontraste sind geil. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Die etwas rauere Struktur auch auf der Haut und dieses Korn, das man da sieht, das fällt mir persönlich sofort auf. Das mag ich. Cooles Bild, Florian. Weiter so. Ja, mega. Richtig cool. Ich freue mich, dass du, würde mich freuen, wenn du wieder mal zum Fotowalk kommst und wir uns mal wieder sehen. Also bis bald. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Das nächste Bild ist von dem Stefan Lauterbach. Magst du anfangen, Ivan? Genau, also das Offensichtliche, man ist hier wahrscheinlich auf einem Markt, vielleicht in Bornheim, vielleicht irgendwo in Höchst, so ein Wochenmarkt, vielleicht auf der Konstabler Wache. Man hat hier einige Personen, die sich entweder das Geld oder was auch immer dann da reichen, die einzelnen wahrscheinlich Münzen, die sie da bezahlt haben, und das Geld entgegennehmen. Das ist eine offensichtliche Symmetrie mit einer etwas längeren Brennweite, was leicht gestaucht ist, was ich sehr mag, offenblendig offensichtlich, weil der Hintergrund verschwommen ist. Vermutlich auch im Autofokus fokussiert, weil es relativ schnell ging. So eine Bezahlung dauert nur ein paar Sekunden, Ja. denke ich mal. Genau. Also für mich ist auch Hauptmotiv sofort erkennbar. Wir haben Akteure auf einem Markt, in einer Marktsituation, wo sozusagen Ware gegen Geld getauscht wird. Und das Spannende an dem Bild ist natürlich, dass wir sozusagen zwei mal zwei jeweils haben, wo sich Verkäufer und Käufer jeweils den Austausch machen und die Hand sozusagen gerade zusammen haben. Das ist halt eine besondere Situation, die der Fotograf richtig gut eingefangen hat. Du hast die Brennweite erwähnt. Die Brennweite ist mir auch sofort aufgefallen. Ich glaube nämlich auch, dass das eher eine längere Brennweite ist. Also jetzt nicht irgendwie porträtmäßig, aber wir sind schon so um die 50, 75, irgendwie Ich sowas. hätte 85 getippt, Ja. ja. Und das ist ja für dokumentaren Streetfotografie eher ungewöhnlich, also schon mehr von der Brennweite her. Und es gibt ja schon Leute, die immer sagen so, ja, nee, du musst auf jeden Fall immer 35 mm Vollbild-Äquivalent benutzen für Streetfotografie. Und wenn ich das hier sehe, muss ich sagen, warum? Also ich finde, die Tiefe in dem Bild hilft hier ungemein, weil wir sozusagen entlang dieser Theke, entlang der Produkte bis zu den Hauptmotiven hin uns mit dem Auge bewegen und dann dort sozusagen hängen bleiben, wo die Arme sich in Anführungszeichen treffen. Und deswegen finde ich, dass in der Situation die lange Brennweite auf jeden Fall das Bild unterstützt, die Bildaussage. Richtig, genau. Und so wie du es gesagt hast, die Symmetrie, die Synchronität der Bewegung und der Hände, die sticht richtig heraus, ja. Das Bild ist jetzt in Schwarz-Weiß. Wie siehst du das mit Schwarz-Weiß und Farbe? Weil ich könnte mir bei dem Bild vorstellen, dass es auch in Farbe gut ausgesehen hätte. Ich persönlich tendiere im Moment eher zu Farbe, aber das kann man, also ich kann es nie pauschal sagen. Das hängt Ja, immer stark vom Motiv vom ab. Motiv her. Ich sehe das auch so. Ich frage mich dann immer, wie ist sozusagen das Figure-to-Ground-Verhältnis in Anführungszeichen? Also wie gut sind die Hauptmotive vom Hintergrund? Vom Hintergrund Wie abge sie sich abgeben, meinst du? genau, vom Hintergrund abgehoben, Figure to Ground. Und das ist hier nicht ganz optimal, das ginge besser. Klar ist das eine Situation auf dem Markt, das kann man nicht alles beeinflussen oder sind viele Dinge so, wie sie sind und man muss es hinnehmen und man ist froh, wenn man so eine coole Situation eingefangen hat. Aber hier, ja, kommt drauf an, weiß man halt jetzt nicht, weil die Farben halt fehlen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das in Farbe gut aussieht. Ich denke auch, also so vom Obst her, was ich da so sehe, es könnten Tomaten oder Äpfel sein, dieses Dunkle, das könnte irgendwas Rotes sein. Da in der Mitte in dieser Tüte sind Bohnen, glaube ich. Bohnen, die Tüte ist vermutlich auch grün oder ja, Ist auch grün. geil, wie wir jetzt anfangen, das Bild reverse zu engineeren, welche Farben es haben könnte und dann, Genau. ob das passen könnte oder nicht. Aber Stefan, wenn du poste doch mal in den Kommentaren, ob das, wie das in Farbe aussieht und warum du dich für Schwarz-Weiß entschieden hast, würde mich interessieren. Genau, das würde ich auch gerne wissen.
ansonsten auf jeden Fall sehr gut eingefangene Situation. Emotionsmäßig finde ich es auf jeden Fall auch ansprechend. Ja, Also ich finde, da werden auf jeden Fall Emotionen transportiert. man erkennt den einen Moment, der nach 2 Sekunden wieder vorbei ist. Das finde ich gut eingefangen. Und die Story dahinter, man könnte sich jetzt überlegen, was die vielleicht vorher erzählt haben, was sie gekauft haben, wie viel Geld sie in der Hand haben. Man sieht dann neben der Frau rechts noch ein kleines Mädchen, wenn ich das richtig sehe, so eine kleine Hand. Ja, genau, da ist Leben im Bild, definitiv, ja. Viel, viel Dynamik, viel Leben. Ja. Gibt es viel zu gucken, auf jeden Fall. Ne? Mag ich, ja. Es gibt viel zu gucken, ohne wirklich ein negativ geprägtes, in Anführungszeichen, Suchbild zu sein. Genau, Weißt du, was richtig. ich meine? Ja. Ja. Und auch das mit der Brennweite, ich finde das top. Also ich finde diese pauschalen Aussagen, dass man in der Streetfotografie alles unter 50 Ist Bullshit. Millimeter, ist Ja. Bullshit. Das ist alles Da gibt Bullshit. es diesen einen, der Achim hat mir das erzählt. Es gibt diesen einen Fotograf, ach, wo kommt der her? Aus London oder so? Ach, der mit dem Tele, gell? Der mit Ja. dem 200 mm 200 mm. Objektiv, der sozusagen die Busse von außen oder Menschen in Bussen fotografiert. Ja. Und die Bilder sind absolut mega cool. Ja. Ich meine, klar, du bist mit dem 200 mm dann irgendwie schon so ein bisschen der, ja, nicht Stalker oder der Sniper halt, der im Busch liegt irgendwie und auf die Motive wartet. Aber wenn am Ende des Tages das Bild stimmt, interessiert kein Schwein, mit welcher Linse das irgendwie aufgenommen worden ist. Absolut, ja. Ja. Okay, dann gehen wir weiter. Sei und hast noch. Nee, also ich finde das Bild sehr gut. Danke dafür. Das hat mir echt gut Ja, gefallen. danke für deine Einsendung. Dann ist das nächste Bild von Thomas Fingerlings. Thomas, vielen Dank für dein Bild. Wir müssen bei dir erst noch mal ein kurzes Tadel aussprechen. Du hast uns ein Bild in 640 mal 480 geschickt, zumindest ist das, dass es bei uns angekommen ist. Beim nächsten Mal bitte in Full HD die Bilder, wenn es geht, weil wir schon versuchen, mindestens Full HD aufzunehmen. Und das Bild hier ist jetzt hochskaliert. Wir haben es uns vorher angeschaut und haben beschlossen, es ist so okay, man kann den Bildinhalt gut erkennen und besprechen das Bild trotzdem. Ja. Okay, also wir haben hier ein Bild, bei dem offensichtlich der Thomas durch eine Scheibe fotografiert hat, wodurch im Bild mehrere Ebenen entstehen. Das heißt, ich habe auf jeden Fall einmal die Ebene vor dem Glas, wo ich sozusagen das Selfie des Fotografen mit drin habe. Und dann habe ich innen drin eine Szene und da sehen wir eine Art, was ist das, ein Buchladen, in dem mehrere Menschen sind. Das ist ein Buchladen, oder? Das ist ein Buchladen, ja. Ja. Also wir sehen mehrere Menschen, zwei sitzen an einem Tisch und unterhalten sich irgendwie. Der eine davon hat eine Kaffeetasse oder eine Teetasse da stehen und im Hintergrund sind noch weitere Menschen, die da so rumwuseln und sich irgendwie da Bücher anschauen. Was auf jeden Fall hier sehr gut gelungen ist, dem Thomas, ist, dass er das Hauptmotiv, was in dem Fall für mich der ältere Herr mit dem Hut ist, so gut verdeckt hat, damit er genug Zeichnungen und die Aufmerksamkeit im Bild sozusagen bekommen, weil wir in einem Schwarz-Weiß-Bild immer dorthin gucken, wo der Kontrast am höchsten ist, also wo es am hellsten oder am dunkelsten ist. Und außenrum ist es jetzt relativ hell. Allerdings ist sozusagen der Kontrast hier in der Mitte extrem groß. Also er sticht auf jeden Fall, der ältere Herr in der Mitte sticht auf jeden Fall irgendwie raus, finde ich. Ja. Deswegen Hauptmotiv sofort erkennbar. Und mir gefällt das Kreative sehr gut, dass man hier mehrere Ebenen jetzt im Bild hat. Es erzeugt automatisch so eine Art Tiefe und man muss erstmal irgendwie analysieren, wo ist denn jetzt hinten und vorne. Was mir bei so Bildern auch persönlich immer, ich mache das selbst auch gerne, was mir bei so Bildern immer gut gefällt, ist, dass das Leben in dem Buchladen mit dem Leben außen irgendwie so ein bisschen verschwimmt. Das heißt, wenn wir uns den rechten Herrn anschauen mit der Brille, der im Vordergrund sitzt, dann geht irgendwie. So, sein Rücken und sein Kopf geht irgendwie ineinander über mit dem Arm von Thomas. Ja, genau. Und das finde ich immer total spannend, weil da sozusagen die Ebenen irgendwie verschmelzen und das ist irgendwie immer was Besonderes. Da gibt es irgendwie immer viel zu gucken bei so einem Bild. Ich finde es auch cool, dass der ältere Mann offensichtlich ein Nikon-Fotograf ist. Ganz wichtig, aber du bist doch gar kein Nikon-Fotograf mehr. Nein, bin ich nicht, aber ich mag Nikon Okay. trotzdem. Okay. Aber ich finde es auch faszinierend, dass diese zwei Welten so ineinander verschmelzen. Man könnte jetzt vielleicht spekulieren, ob das eine Doppelbelichtung ist, aber ich glaube es eher nicht. Definitiv eher nicht. Aber es sind tatsächlich zwei Welten,
die man sich hier betrachtet. Und man muss schon zweimal hingucken, wenn man sich alles genau angucken will. Ich find's von den Kontrasten her genau passend, so wie du gesagt hast, dass der ältere Mann eben diesen stärkeren Kontrast und das dunklere Motiv in der Mitte dann eben ist. Ich weiß nicht, ob man vielleicht es hätte mittig platzieren können, dass eben der Mann genau durch das Objektiv oder in der Mitte des Objektivs dann eben geguckt hätte. Ja. Das stelle ich mir ziemlich geil vor. Hätte ich auch gut gefunden. Ich würde sogar drüber nachdenken, bei dem Bild zu schneiden noch ein bisschen. Mhm. Weil je länger ich mir das angucke, desto häufiger gucke ich so an den Rand, wo es extrem hell ist. Und zwar links und rechts von den Armen jeweils. Da ist extrem hell. Und das ist irgendwie... Ja, da bin ich mir unsicher, ob das dem Bild hilft oder nicht. Auf der anderen Seite will ich natürlich die Arme und Zeichnungen des Fotografen komplett mit drauf haben, damit ich sehe, was da passiert. Also ich finde das helle, da gebe ich dir recht, das irritiert ein bisschen, weil es relativ stark hell ist im Vergleich zu dem Rest des Bildes. Aber gerade weil man die Arme so von der Kontur her klar erkennt, ist das eher stimmiger. Also wenn die Arme jetzt abgeschnitten wären, könnte man vielleicht die Arme nicht wirklich deuten. Und so erkennt man die Arme und weiß, okay, da waren die Arme, die die Kamera gehalten hat. Passt eher. Ja. Quadratisch als Format finde ich hier auch gelungen. Finde ich passend. Die Augen des älteren Herrn mit dem Hut sind, ja, das ist okay, das ist schon eher oberes Drittel als Mitte. Das ist okay, würde ich sagen. Ja. Berührt sich das Bild? Es beschäftigt mich, sagen wir es mal so. Also ich gucke mir das Bild an und muss es mir fortlaufend angucken, weil so viele Ebenen da drin sind, die ich nicht sofort erkenne, sondern erst beim zweiten oder dritten Blick erkenne. Und dann füge ich so diese Puzzleteile zusammen und dann ist das ein echt cooles Bild mit verschiedenen Tiefen. Also ist für dich das Thema, es dauert lange, bis du analysiert hast, dass was da drin passiert, ist das für dich gut oder schlecht? Bei dem Bild finde ich es gut. Ja. Das ist nicht immer grundsätzlich gut. Ja. Manchmal irritiert es, weil einfach zu viel Wirrwarr in dem Bild ist. Aber hier finde ich es gut, weil die Person klar erkennbar ist. Man kann die Kamera erkennen. Man könnte sich jetzt noch vorstellen, wie der Mann aussehen würde, wenn er mittig im Objektiv platziert wäre. Aber es erzählt einfach Geschichten. Das finde ich toll. Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Der Blick geht sofort auf das Hauptmotiv. Das funktioniert. Und der Rest baut sich automatisch dann irgendwie auf, dass man sie fragt, oh, was passiert da eigentlich? Im ersten Moment sieht man ihn und fragt sich, oh, was ist denn Rundes da um ihn drumherum? Und dann sieht man, ah, okay, das ist eine Kamera. Und dann realisiert man, ah, okay, wenn das eine Kamera ist, dann ist das wohl durch eine Scheibe aufgenommen. Und dann baut sich das so von innen sozusagen nach außen, baut sich das irgendwie auf. Mhm. Also baut sich die Welt des Bildes irgendwie auf. Nee, sehr gut geworden. Vielen, vielen Dank, Thomas, für deine Zusendung. Wir haben auch noch was ausstehen. Wir müssen auf jeden Fall uns mal treffen. Haben wir ja schon vor langem irgendwie schon mal ausgemacht und wäre doch cool, wenn du uns mal in Frankfurt besuchst oder wenn wir uns woanders irgendwo mal treffen. Also sage ich schon mal, bis bald hoffentlich. So, das nächste Bild, eine Sekunde, ist von dem Quirin Gerz. Magst du wieder anfangen vielleicht? Ja, der ältere Mann befindet sich wahrscheinlich an einem Bahnhof oder in der Nähe von einem Bahnhof, dass da hinten links diese weißen Schilder könnten entweder eine Karte von dem Ort vor Ort sein oder so eine, keine Ahnung, so ein Fahrplan von einem Bus oder von einer Straßenbahn. Ich nehme an, das ist eine Haltestelle. Im Hintergrund sieht man, glaube ich, auch Züge. Das könnten Züge sein, richtig, ja. Der Mann sieht in Gedanken verloren aus. Ja, guckt nicht so gut gelaunt. Guckt nicht so gut gelaunt. Es ist vermutlich auch kalt, er hat einen Mantel an, es ist nass. Nee, so richtig behaglich sieht es auch nicht wirklich aus. Hat die Hände in den Jackentaschen. Links ist das eine Zeitschrift, die er dann noch irgendwie an der Seite kleben hat. Könnte sein, ja genau. Der Kontrast des Bildes, das Schwarz, das Satte, das gefällt mir sehr gut. Das fiel mir sofort auf, das mag ich. Die helleren Stellen, die verschwinden nicht. Man sieht Details. Brennweite würde ich jetzt auch vermuten, dass es etwas weiter über 50 mm ist. Schätze ich mal. Offenblendig auch, offensichtlich. Der Hintergrund ist verschwommen.
Ja, genau. Also der ältere Mann sitzt da irgendwie auf so einer Bank. Ich bin gerade am Überlegen, so wegen dem Bildschnitt. Also erst auf den ersten Blick sitzt der Mann an einer guten Position. Er ist gut vom Hintergrund freigestellt, auf jeden Fall. Sein Kopf ist die hellste Stelle in der Mitte. Das heißt, unser Auge geht automatisch ein, weil dort der Kontrast am größten ist. Was dem Bild hilft, sind die führenden Linien der Bank, die sozusagen zu diesem Mann hinführen. Allerdings sind die irgendwie ein bisschen kurz. Und was mir persönlich nicht so gut gefällt, ist, wie seine Beine abgeschnitten sind. Und da hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, dass man entweder noch ein bisschen näher dran ist, sodass es konsequenter geschnitten ist. Oder weiter weg und seine Füße sind noch mit drauf. Weil so wie er gekleidet ist, vermute ich, hat er sogar schöne Schuhe an. Und ich finde, sowas trägt immer dem Bild ein bisschen bei. Definitiv, ja. Ansonsten finde ich, dass der Blickwinkel hätte noch ein bisschen tiefer sein können. Also der Kopf des Mannes ist auf jeden Fall gut hinten freigestellt, weil der Kopf genau zwischen zwei Balken im Hintergrund ist. Das ist auf jeden Fall gut, aber ich glaube, ich wäre noch ein bisschen tiefer gegangen. Insgesamt. Ein ganz, ganz bisschen tiefer. Und rechts finde ich schade, dass da halt diese Person dann noch im Bild irgendwie mit drin ist. Ja, Die das stört ein bisschen, das hätte stimmt. man, dadurch, dass die Bank sowieso nicht ganz so lang ist, hätte man da noch ein bisschen schneiden können. Oder einfach noch einen halben Schritt nach rechts gehen vielleicht, ein bisschen tiefer. Allerdings ist dann wahrscheinlich der Kopf sozusagen hinten mit einem Balken zusammen, was dann blöd ist. Wobei hier ist die Tiefenschärfe eigentlich so gewählt, dass es fast egal ist, was da im Hintergrund passiert. Ja, ich nehme an, es ist offenblendig. Und dann Eins, hat er, vier, der Mann hat zwei. irgendwie was rechts neben sich, was man nicht so genau erkennen kann, eine Zeitung oder sowas. Eine Zeitung oder eine kleine Mappe oder sowas, meine ich, Das oder? ist schade, dass man davon nicht mehr Ah, das erkennen ist eine kann. Tasche. Sieht aus wie so eine Rewe-Tasche. Siehst du Ah, hier? so eine Kühltasche. Ja, genau. Ja, okay, ich verstehe. Es ist schade, dass man das nicht mehr erkennen kann, weil so bringt der Story nichts, finde ich. Da hätte ich mir eher gewünscht, dass es entweder ganz weg ist oder dass man es komplett erkennen kann. Ja, genau. Kommen wir zum Thema Story. Was sagst du denn so zum Inhalt? Also inhaltsmäßig ist es für mich halt ein älterer, etwas verbitterterer Mann, der da alleine sitzt, auf irgendwas wartet und nicht so wirklich Bock hat aufs Wetter und irgendwie genervt ist so ein bisschen. An sich ist er auf jeden Fall adrett gekleidet. Also er ist, ich sag mal, attraktiv in dem Sinne. Also er ist fotografisch attraktiv, weil seine Mimik halt einfach komplett so raussticht. Also er guckt so, als würde er jeden Moment irgendwie eine Knarre rausholen und jemanden abknallen. Ansonsten frage ich mich noch rechts auf der Bank, ist das Eis, sind das Schneeflocken? Ich nehme an, es ist Schnee, weil hier unten Ja. links auf dem Bild unten auf dem Ja, Boden. deswegen sage ich, also auch da hätte es mir, glaube ich, besser gefallen, wenn man von der Bank ein bisschen mehr gesehen hätte. Irgendwie ein bisschen runtergehen, ein bisschen zurück vielleicht sogar noch. Also eins von beiden, entweder näher ran und ihn so schneiden, dass man die Hose nicht mehr sieht, sondern dass der Mantel sozusagen, das untere Ende des Mantels mit dem Bild abschließt, oder weiter weg und dann aber auch die Schuhe mit drauf. Und dann vielleicht sogar Hochformat. Hochformat könnte es auch gut wirken, stimmt, definitiv. Ich finde auch, die Schuhe fehlen. Weil links dieses mit dem Plan und so weiter, da, also wenn ich mir den Bahnhof so betrachte im Hintergrund, dann ist das bestimmt auch ein etwas älterer Bahnhof, der so eine etwas ältere Architektur irgendwie hat, mit viel Stahl und sowas. Und ich glaube, dass das ein zeitloses Bild gewesen wäre, wenn links diese Tafeln weg wären, die eher modern wirken, die ganzen Menschen drumherum nicht da wären und seine Schuhe und sowas mit drauf wären. Weißt du, dann könntest du nämlich nicht unbedingt sagen, in welchem Jahr ist das jetzt aufgenommen worden. Dann hätte es nämlich auch gut in den, weiß ich nicht, 70er, 60er, 80er irgendwo aufgenommen worden sein. Weißt du, Ja, genau. was ich meine? Ja, definitiv. Stimmt. Und durch die lange Brennweite wäre es wahrscheinlich auch kein Problem gewesen, vielleicht ein bisschen weiter nach links dann zu gehen und den Ausschnitt dann so zu wählen. Und vielleicht auch im Hochformat, das hätte genau gepasst dazwischen, ja. Ja, ne? Ansonsten finde ich das Bild okay.
insgesamt von der Story ist es jetzt nicht sehr offensichtlich. Es ist halt ein ruhiges Bild. Es ist halt jemand, der da sitzt und nachdenkt. Man könnte sich halt fragen, was er denkt. Sein Gesichtsausdruck, den finde ich stark. Den finde ich richtig gut. Aber es ist etwas subtiler. Also es schreit nicht förmlich heraus, hier bin ich und das will ich, sondern es braucht etwas Zeit, finde ich. Es strahlt viel Ruhe aus. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Also das ist so kurz zusammengefasst, wäre das mein Feedback. Ich hätte wahrscheinlich Hochformat probiert und hätte versucht, ihn komplett mit drauf zu nehmen. Oder dann lieber näher dran und mehr vor der Bank noch drauf. Ja, weil so, ich habe das neulich erst von irgendjemandem gesagt, ach, Martin Walz hat mir das erklärt, wo man nicht schneiden soll. Man soll prinzipiell nicht an Gelenken schneiden, also sowas wie Schienbein ist prinzipiell nicht so gut, oder Finger. Und wo man auch nicht schneiden soll, ist am Ohr. Also sozusagen hinten am Ohr. Sollst Ach. sozusagen nach hinten das Ohr nicht wegschneiden. Ja, okay. Also an der Stirn zu schneiden, ist kein Problem. Kinn ist Kacke. Stirn ist okay, Ohren sind schlecht und Schienbein ist auch nicht so gut. Ja. Und wie gesagt, gerade bei ihm, weil ich glaube, er hat bestimmt schöne Schuhe getragen, wenn ich mal seinen Mantel so anschaue. Ja, genau. Mich würde interessieren, ob der Quirin vielleicht noch andere Perspektiven von dem Motiv hatte, noch mehr Bilder. Vielleicht ist er um den Mann herumgelaufen und hatte noch auch weitere Motive aufgenommen. Work the scene, ne? Genau. Ja, Quirin, schreib mal in die Kommentare, ob du noch andere Frames hast von der Szene. Und wenn ja, würde mich interessieren. Vielleicht hast du ein Bild noch mit Schuhe, wo die Menschen drumherum nicht da sind oder so. Würde mich interessieren. Auf jeden Ja, Fall vielen ja. Dank für dein Bild. Danke. So. Dann haben wir den Uwe Nölke mit einem Farbbild. Wir haben wieder ein Bild mit mehreren Ebenen. Das heißt, wir haben es zu tun mit einer Szene in der Stadt. Wir sehen Fahrräder und mitten in den Fahrrädern steht eine junge Frau, die irgendwie Kopfhörer im Ohr hat. Man weiß nicht so genau, was sie da macht und wo sie so steht. Auf jeden Fall haben wir eine Reflexion der Stadt im Fenster, was sozusagen verschmilzt mit ihr. Das ist erstmal so das Offensichtliche. Und man hat dann so den Eindruck, sie steht irgendwie zwischen den Fahrrädern, aber am Ende des Tages dann doch nicht so richtig. Ja, das sieht auch so aus, als ob sie innerhalb des Gebäudes ist Ja. und der Uwe vor der Glasscheibe steht Ja. und die Fahrräder im Hintergrund von ihm sind. Also die spiegeln sich da Also so ein ja, bisschen. ich meine, das Offensichtliche natürlich, Ja, aber ja. der zweite Eindruck ist dann so, oh, steht sie in den Fahrrädern oder nicht? Also ja, natürlich ist Oder sie im. sie schwebt durch die Fahrräder. Also ihre Beine sieht man kaum. Genau. Ja. Ziemlich geil finde ich. Die Farbe, also das Rot im Hintergrund, das mag ich. Das Blau von dem U-Bahn-Haltestellenschild, das sticht heraus. Das ist ein schöner Kontrast zu ihrem Gesicht und zu ihrer Kleidung, die etwas heller ist. Ich kenne den Ort nicht, also ich habe ihn jetzt nicht wiedererkannt. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre vielleicht Frankfurt, aber Ja, das ist eine Hauptwache, glaube ich. so. Das ist dieses kleine Bütchen da direkt an der Hauptwache. Da in der Mitte ist dieses runde Bütchen mit dem von Ah, genau. RMV-Dingsbums da und das ist an der Hauptwache. Dann muss das am Kaufhof sein. Ja, Genau. glaube ich auch. Da an diesem, wo der Zebrastreifen ist. Ja, genau. Ja. Okay. Ja, die Farbkomposition gefällt mir hier auch gut. Wir haben, also es dominiert auf jeden Fall rot auf der linken Seite. Und dann haben wir noch so ein bisschen was grünliches, gelbliches rechts. Passt ganz gut zusammen. Und wie du schon gesagt hast, ist das blaue U von der U-Bahn passt ganz gut dazu. Sie ist als Hauptmotiv auch sofort erkennbar. Und ich finde, stellt sich auch gut vom Hintergrund frei. Aber ich finde, dass sie insgesamt ein bisschen untergeht im Bild. Also es ist ganz starker Kontrast von der Farbe her, den sie da anhat. Und auch so von ihrer Position im Bild, finde ich, geht sie ein bisschen unter. Weil ihr Kopf ist genau in der Mitte. Also sie ist sozusagen als Person auf dem linken Drittel. Das ist gut gelöst auf jeden Fall. Aber ihr Kopf ist komplett in der Mitte. Ja.
Und ich glaube, das ist nicht so gut gelöst. Da würde ich mir überlegen, ob ich das vielleicht anders schneide oben. Da haben wir jetzt, vielleicht könnte 16 zu 9 sogar ganz gut aussehen, wenn man oben ein bisschen wegschneidet. Ich finde oben, das muss nicht unbedingt im Bild sein, das stimmt. Ja, weil, also für mich ist die Hauptszene ist sozusagen die Spiegelung der Fahrräder und sie, dass sich das sozusagen, das sind die zwei Ebenen, die sich dort irgendwie vermischen. Das ist für mich das Hauptmotiv. Und dieses Büten im Hintergrund ist für mich absolut nebensächlich. Das heißt, wenn man oben irgendwie noch ein bisschen wegschneidet, aus meiner Sicht, bekommt, glaube ich, ihr Kopf ein bisschen mehr Gewicht im Bild. Und da könnte ich mir vielleicht vorstellen, also entweder lässt man es 3 zu 2 oder macht vielleicht sogar 16 zu 9. Liebe Grüße, Tobias. Und ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht so sein. Und ansonsten, ich gucke jetzt, man sieht rechts auch noch den Fotografen. Dann kann man den Uwe noch erkennen. Ah, Das stimmt. fällt mir jetzt erst auf auch. Ja. Und irgendwie sein Objektiv ist ungefähr, fast genau, auf diesem Punkt von der Krone. Ja, genau. Ist das irgendwie Iron Man oder sowas? Ich habe keine Ahnung, ich erkenne das Logo nicht wieder. Dieses Kronenartige mit dem Punkt oben drauf. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Und da frage ich mich auch noch, ob das noch ob das zur Bildgeschichte irgendwie beiträgt. Für mich eher eigentlich nein. Also Eher weniger, ne? ich würde wirklich versuchen, sie mehr in den Fokus zu setzen, weil auf der rechten Seite, das trägt alles wenig zur Bildgeschichte bei, finde ich. Müsste man einfach mal probieren, wie das dann wirkt. Ja. Ansonsten inhaltlich muss ich sagen, erzählt mir das Bild jetzt nicht so viel. Weil sie ist jetzt als Person auch kulturell zu dem, was wir so gewohnt sind, nichts Besonderes in Anführungszeichen. Das heißt, sie sticht von ihrem Äußeren irgendwie nicht raus, von dem, was wir so von der Straße einfach gewohnt sind. Macht jetzt auch nichts Besonderes, gehört Musik, ja. Eine Interaktion fehlt. Vielleicht. Aber das ist auch schwierig. Ich glaube, sie läuft da einfach vorbei und der Moment, also die Spiegelung, die glänzt natürlich, die finde ich toll. Die Farbe, die sticht heraus. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo das ist. Ich glaube, sie steht in der Bank und wartet auf den Geldautomat. Kann das sein? Ist da nicht eine Bank? Ist da nicht eine Sparkasse? Da ist eine Ich glaube, Bank. da ist das aufgenommen. Entschuldigung, und ja, das ist im ersten Moment schön anzuschauen, aber von der Geschichte her transportiert es für mich nicht so viel, dass ich jetzt sagen würde, ich würde mir das Bild ins Wohnzimmer hängen. Nee, also ich könnte es mir in der Serie vorstellen. Dann hätte es nochmal eine andere Aussagekraft, so als einzelnes Bild. Wenn man so eine Spiegelungsserie macht. Genau, richtig, ja. Das finde ich dann immer stark. Da ist dann aber auch das Hauptmotiv oder die Hauptgeschichte sind die Spiegelung selber. Aber hier, das stimmt, sie macht wenig. Ja. So schwierig jetzt zu sagen, was man da hätte anders machen können. Also ich meine, solche Momente, die sind halt da oder nicht. Also die grundsätzlich finde ich die Idee von den Spiegeln, die mag ich auch. Fotografiere ich auch sehr gerne. Dann muss man vielleicht auch einfach Glück haben, dass da eine Person ist, die etwas Interessantes macht, interessant aussieht, ungewöhnlich aussieht, vielleicht was anhat, was man sonst nicht so sieht. Ich habe mal von jemandem gesagt bekommen, das ist kein Glück, sondern wenn dann das Glück des Tüchtigen. Mein Tipp an der Stelle wäre, einfach länger warten, bis sich sozusagen, bis eine Person kommt, die interessanter ist vom Äußerlichen her, die ein bisschen mehr raussticht. Irgendwie ein älterer Mann mit einem netten Hut oder eine Frau, die irgendwie eine schöne Brille hat, irgendwie sowas, was ein bisschen mehr raussticht oder wo einfach ein bisschen mehr sozusagen. Ja, was ein bisschen mehr hergibt einfach Ja, genau. an Optik sozusagen. Das wäre dann das i-Tüpfelchen, das dann da fehlt. Ja. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, wenn man wirklich irgendwie eine Szene gefunden hat, wo man genau weiß, der Hintergrund ist toll und man steht an der richtigen Stelle und das Licht passt und es fehlt nur die Person, dann habt die Geduld und wartet. Wartet einfach so lange, wie ihr selbst bereit seid zu warten. Und
bringt auf jeden Fall die Geduld mit. Das war das Längste, was du mal gewartet hast, lieber? Ich warte immer noch. Ich habe tatsächlich, wollte ich gerade erzählen. Du wartest jetzt hier gerade im Moment bei mir, wartest du immer noch die Situation. Ich hab da ein Motiv. Das ist am Frankfurter Hauptbahnhof gibt es an einem ganz bestimmten Punkt an einem Gleispunkt, sage ich jetzt einfach mal, wenn man auch zu einer bestimmten Uhrzeit durch diese Torbögen, durch die die Züge reinfahren, eben durchschaut und wenn die Sonne so im Sommer so gegen 16, 17 Uhr durchscheint und dieses grelle Gegenlicht hat, dann gibt es mit einer bestimmten Brennweite, jetzt 28 mm auf Vollformat, gibt es an einer Stelle eine Herzform und ernsthaft. Und da gibt es dann eben diesen Schatten, der da so lange fällt, weil das Licht eben ziemlich tief ist und durchscheint, also quasi fast horizontal durch den Bahnhof durch. Und wenn an einer ganz bestimmten Stelle ein Pärchen stehen würde und sich umarmen würde, innerhalb dieses Herzens, das wäre mega. Und ich habe, glaube ich, Monate damit verbracht, immer wieder zu dieser Stelle zurückzukehren und ich weiß nicht, wie viele hunderte Fotos schon verschossen. Ja, ich mache das auch. Ich habe auch meine Stellen, wo ich immer wieder zurückgehe und immer mal wieder Zeit verbringe, Stunden teilweise. Das ist aber auch das Schöne an der Streetfotografie und an unserem Hobby irgendwie. Mir macht das immer wieder Spaß, irgendwo zu warten und einfach nur die Leute zu beobachten und zu gucken, was jetzt passiert als nächstes. Ja. Genau, ja. Also, aber das setzt ja noch einen drauf. Das heißt, du bist bereit, x Stunden, Minuten zu warten, aber du kommst doch immer wieder zurück, wenn die Stunde sozusagen um ist und du kein Bild gemacht hast, dann kommst du immer wieder zurück. Genau. Ja. Sobald ich das Bild habe, zeige ich euch das Bild, aber ich habe es noch nicht. Ja, aber das mache ich genauso und das können wir euch echt nur ans Herz legen. Immer viel Geduld mitbringen und wenn das Bild mal nichts geworden ist oder man hat gar kein Bild gemacht, was auch völlig okay ist, man kann auch Sachen einfach nur beobachten. Das Wichtige ist, man hat es wahrgenommen, weil wenn man es irgendwie gesehen hat, dann ist sozusagen die Hälfte der Miete eigentlich schon getan. Ne? Weil du hast eine Situation schon beobachtet und selbst wenn man kein Bild gemacht hat, weil man weiß man wenigstens, man hat es gesehen. Also das fotografische Auge ist trainiert genug, um die Situation zu sehen. Genau. Und jetzt hier konkret in dem Fall, wie gesagt, ich hätte einfach noch, das Wetter sieht auch schön aus, also es spricht nichts dagegen, dort einfach ein bisschen abzuwarten oder einfach dann weiterzugehen und später nochmal wiederzukommen am gleichen Tag oder so. Ja, das sehe ich auch so, genau. Ivan, das war die erste Bildbesprechung, der erste Fototalk. Genau. Was war so dein Eindruck, wie ist es gelaufen? Ich fand's mega cool. Ich war gespannt auf die Bilder. Ja, ich auch. Aber ich fand sie sehr gut. Ja. Und die Zeit fand ich interessant. Mir hat es auch Spaß gemacht. Auch wir lernen bei sowas immer auch mit dazu, weil es interessant ist, sozusagen ja, einfach Bilder zu sehen, Bilder zu konsumieren. Ja. Und ja, dann kann man an der Stelle nur noch sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne für die nächste Episode Bilder schicken an talk@collateralize.com. Genau, wir verlinken das auch nochmal unten in den Shownotes. Genau, und ansonsten würde es uns natürlich total freuen, wenn wir ein Feedback bekommen, wie es euch gefallen hat. Und könnt ihr gerne alles in die Kommentare unten reinschreiben und dann erzählt uns einfach, wie ihr es fandet, was wir besser machen können zukünftig. Und dann werden wir versuchen, dran zu arbeiten. Und genau. Feedback ist unglaublich wichtig. Sagt einfach, wie ihr das gefunden habt, ob das okay war oder nicht, ob wir irgendwas verbessern können, ob wir nicht so labern sollen, sondern vielleicht gleich zum Punkt kommen, wie ihr wollt. Genau. Und ansonsten, wenn ihr weitere Infos wollt über unser Kollektiv oder die einzelnen Fotografen, dann könnt ihr auf collateralize.com auf unserer Homepage nachschauen. Wir sind auch auf Facebook und Instagram und das ist alles auf unserer Homepage verlinkt. Genau. Sucht uns, ihr werdet uns finden. Genau. Und wir machen jetzt eine Flasche Wein auf. Oh ja, Melo. Französisch, Südfranzösisch. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.